Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Online-Seminars Nebelarm Airless-Spritzen. Heute geht es um die Druckeinstellung und wie sich die Druckeinstellung auf die Bildung von Farbnebel und Overspray auswirken kann. Wir geben euch einen Überblick, wie wirkt es sich aus, wenn man mit zu viel Druck arbeitet auf die Farbnebelbildung, wie wirkt es sich aus, wenn man mit zu wenig Druck arbeitet, vor allem welche Konsequenzen hat es für das Spritzbild. Geben euch dann natürlich auch noch ein paar Informationen, wie man es richtig macht und den Arbeitsdruck optimal einstellt, sodass man auch ein vernünftiges Spritzbild und ein gutes Arbeitsergebnis hat. Das größte Problem bei der Druckeinstellung in Perspektive auf die Farbnebelbildung ist, wenn man zu viel Druck benutzt, also wenn unnötig viel Druck zum Verspritzen des Materials eingesetzt wird. Unnötig viel Druck führt dazu, dass mehr Material gepumpt und gespritzt wird, dass das Material unnötig stark beschleunigt wird und es dadurch zu wesentlich mehr Farbnebelbildung und Overspray kommen kann. Deshalb geht es darum, dass man den Druck optimal einstellt. Deshalb zeigen wir euch jetzt erstmal zuerst, wie man es nicht macht. Und zwar werden wir euch präsentieren am praktischen Beispiel, wie es sich auswirkt, wenn man den Druck zu niedrig einstellt. Beziehungsweise was passiert im Spritzbild, wenn man den Druck zu hoch einstellt und um euch im Anschluss zu zeigen, wie man es richtig macht. Also wie spritzt man mit einem Airless-Gerät mit der richtigen Druckeinstellung? Problem, was wir bei unseren Kunden immer wieder sehen, dass entweder mit zu viel Druck gearbeitet wird oder mit zu wenig Druck, aber eben nicht mit der optimalen Einstellung. Hauptsächlich ist das Problem zu viel Druck. Wie wirkt sich das aus? Also wenn man mit zu viel Druck arbeitet, dann werden die Farbpartikel sehr stark beschleunigt. Es kommt zu einer stärkeren Farbnebelbildung. Das heißt also, man muss stärker abkleben. Man hat auch einen höheren Materialverbrauch und zudem wird das Gerät und auch das Zubehör, also Düsen, stärker belastet und es kommt zu einem höheren Verschleiß. Das andere Ende des Problems wäre dann, wenn man mit zu wenig Druck arbeitet, zu wenig Druck, bedeutet dann meistens, dass man eine ungleichmäßige Farbverteilung hat. Gerade am Rand des Spritzstrahls, also des Spritzbildes, bildet sich mehr Farbe, während im inneren Teil dann häufig so eine Lückenbildung oder weniger und ungleichmäßige Farbverteilung kommt. Das zeigen wir euch gleich mal. Wir werden jetzt einfach mal kurz einmal mit zu wenig Druck spritzen, also vielleicht so mit 50, 60, 70 Bar. Dann hat man davon einen Eindruck, wie das aussieht, wenn man mit zu wenig Druck spritzt und dann als Gegenstück auch gleich mal mit Maximaldruck. Wir arbeiten hier mit einer PS 329 von Wagner. Die hat einen Maximaldruck von 221 Bar, den werden wir mal einstellen. Und dann können wir mal zu wenig Druck und zu viel Druck miteinander vergleichen als Spritzbild. Los geht's also jetzt mit der Druckeinstellung mit zu wenig Druck. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Staudruck von 80 Bar und beim Spritzen gehen wir deutlich runter, dann so im Bereich von 60 Bar. Macht jetzt natürlich mit einer normalen Airless-Düse keinen Sinn, aber es ist einfach nur mal, um kurz zu illustrieren, wie es aussieht, wenn man mit zu wenig Druck arbeitet. So, wir sehen hier also ganz deutlich, dass es eine ungleichmäßige Farbverteilung gibt. Wir haben hier eine Randbildung, also diese klassische Streifenbildung, die tritt auf, wenn man eben mit zu wenig Druck arbeitet, aber auch, wenn ein Verschleiß an den Düsen vorliegt. Also nicht immer ist es zu wenig Druck. Wenn man den Maximaldruck erreicht hat und das Spritzbild trotzdem so aussieht, dann weiß man spätestens dann, dass die Düse verschlissen ist. Also wir haben die Streifenbildung am Rand, dann wird es etwas weniger. Also das heißt, da ist eine Lückenbildung und das Material nicht so gleichmäßig aufgetragen. Und zudem haben wir hier in der Mitte dann wieder ein bisschen mehr Material. Also das ist ganz klar darauf zurückzuführen, dass hier mit zu wenig Druck gespritzt wurde. Im Vergleich dazu werden wir jetzt einfach mal den Druck erhöhen und gucken, was dann passiert. Und zwar gehen wir jetzt mal auf Maximaldruck, um dann mal das Gegenbeispiel zu haben. Okay, und jetzt hier mit Maximaldruckeinstellung. Also es ist nicht schön, aber ich denke, es reicht es, um kurz zu illustrieren und zu zeigen, okay, wo liegt hier das Problem. Wir haben jetzt hier sehr, sehr viel Material, wahrscheinlich einfach zu viel. Die Zerstäubung ist sehr stark und wenn man jetzt bei dieser Druckeinstellung von über 200 Bar, in dem Fall jetzt hier 221 Bar im Maximalbereich arbeiten würde, hat man zwar einen gleichmäßigeren Materialauftrag als mit zu wenig Druck, aber man würde hier unnötig viel Material raushauen und eben für eine sehr, sehr starke Farbnebelbildung sorgen. Das kann man jetzt hier an einem Meter, der kurz an die Wand gespritzt wird, noch nicht sehen. Aber wenn man dann eben eine größere Fläche oder Räume komplett spritzt, dann wird man sehr stark merken, dass man eben bei dieser starken Druckeinstellung dann sehr viel Farbnebel im Raum hat. Also einfach unnötig viel Farbnebel.
Gerade habt ihr gesehen, wie es sich auswirkt, wenn man mit zu wenig oder zu viel Spritzdruck arbeitet und wie sich das Ganze dann auf das Spritzbild und die Farbnebelbildung auswirken kann. Die Fragestellung ist jetzt natürlich, wie stellt man den Druck optimal ein oder welcher Punkt, Druckpunkt ist für mein Material und für mein Projekt, für meine Düsengröße, für mein Gerät genau der richtige Punkt. Das ist natürlich immer eine individuelle Sache, die von den äußeren Faktoren abhängt, Leistung des Geräts, Größe der Düse, Viskosität des Materials, sogar die Temperatur des Materials oder die Außentemperatur kann Auswirkungen darauf haben. Deshalb ist es immer eine individuelle Sache, sich daran zu tasten und den optimalen Spritzpunkt zu finden. Das kann man stufenweise machen. Wie man das machen kann, zeigen wir euch jetzt an einem Beispiel. Die nächste Frage ist jetzt, wie stellen wir den Druck optimal ein? Im Grunde genommen ist es am besten, indem man relativ niedrig mit dem Druck anfängt, dann ein paar Mal Test spritzt, einfach auf eine Pappe oder zur Seite oder so, wie wir es jetzt hier irgendwie haben, auf ein Stück Papier, Abdeckmaterial und tastet sich dann, wenn man neues Material hat, was man noch nicht kennt, tastet sich ran, indem man den Druck immer etwas weiter erhöht. Und zum Anfang merkt man, dann wird man ähnliche Erscheinungen haben wie hier, dass das Spritzbild noch nicht ausreichend, nicht gleichmäßig ist, weil man mit zu wenig Druck arbeitet. Und man merkt dann aber, wenn man jeweils dann um 20, 15 Bar erhöht, dass das Spritzbild besser wird. Und ab dem das Spritzbild dann ausreichend ist, dann sollte man einfach auch nicht weiter erhöhen. Also es geht wirklich nur darum, dass der Fächer gleichmäßig ist und der Farbauftrag über die gesamte Fläche gleichmäßig und ohne Störung, ohne einen stärkeren Auftrag am Rand, in der Mitte oder sonst irgendwo. Wir werden das jetzt mal probieren. Wir fangen hier mal mit rund 100 Bar an und tasten uns dann mal stückchenweise vor mit so ein paar kleinen Stücken, dass wir dann einfach mal gucken, okay, wo liegt der optimale Wert. So, also jetzt haben wir hier einen Staudruck von 100 Bar. Ich mache mal einen ganz, ganz kleinen Streifen einfach nur, damit wir hier mehrere nebeneinander haben und dann einfach mal kurz vergleichen können. So, hier sehen wir jetzt noch nicht ganz optimal, auch nicht ganz optimal aus der Bewegung raus, aber davon mal abgesehen, wir haben hier noch nicht ein ganz gleiches Spritzbild. Wir haben hier wieder die Erscheinung, dass am Rand ein bisschen zu viel Material aufgetragen ist. Und deshalb drehen wir den Druck jetzt einfach mal hoch. Wir gehen jetzt mal einfach auf einen Staudruck von 130 Bar, weil das kann man schon sehen, dass es deutlich zu wenig ist. Und so, hier sehen wir jetzt deutlich im Vergleich zu 100 Bar, dass wir hier eine wesentlich schon bessere Verteilung haben. Vielleicht noch nicht ganz optimal, aber schon deutlich besser als hier. Ich würde sagen, wir drehen mal noch einen Tick hoch und zwar vielleicht mal auf 150, vielleicht sogar einen Tick mehr bei dem Material, weil es relativ dick ist. Wir haben jetzt einen Staudruck von 160 Bar und ich bin recht hoffnungsfroh, dass wir jetzt sogar schon ein optimales Spritzbild hinbekommen. So, das sieht jetzt schon wesentlich besser aus. Wir haben eine halbwegs gleichmäßige Verteilung. Und vielleicht könnte man sogar noch einen Tick mehr hochdrehen, aber ich denke, wir sehen hier sehr, sehr gut, wie es halt aussieht, wenn wir zu wenig Materialdruck haben und sehen hier eine leichte Entwicklung und eben vor allem den Unterschied. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, warum es wichtig ist, dass man sich die Mühe macht, das Material optimal einzustellen, den Druck optimal einzustellen. Am praktischen Beispiel konntet ihr gerade sehen, dass sich zu wenig Arbeitsdruck sehr stark aufs Spritzbild auswirken kann und zu einer ungleichmäßigen Struktur führt, also dass zum Beispiel mehr Material am Rand des Spritzstrahls aufgespritzt wird und in der Mitte eben weniger Material. Deshalb stellt sich die Frage, wie man den optimalen Punkt einstellt. Ein paar Tipps haben wir euch schon gezeigt. Wenn man das einfach mal testen will oder mit Wasser sich langsam rantesten möchte, gibt es dort auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man zum Beispiel einfach mal die Pistole nimmt, das Gerät mit Wasser betreibt und das Gerät in Betrieb nimmt, die Pistole gedrückt hält, also den Abzug gedrückt hält und den Druck des Geräts langsam erhöht. Auf diese Weise kann man sehen, wie sich der Spritzstrahl langsam entwickelt. Also das heißt, zum Anfang läuft das Material, also das Wasser, dann, wenn man es jetzt mit Wasser testen würde, einfach nur aus der Düsenöffnung vorne raus. Dann wird es langsam beginnen, sich ein Spritzstrahl zu bilden. Der wird aber noch sehr uneben und ungleichmäßig sein. Und dann eigentlich, wenn der Punkt erreicht ist, dass man einen gleichmäßigen, fächerförmigen Spritzstrahl hat, der in der Mitte genauso viel Material liefert wie am Rand, dann ist genau der Punkt erreicht, den man braucht. Darüber hinaus
Also Einstellungen darüber hinaus oder ein höherer Druck über diesen Punkt hinaus ist unnötig und sorgt nur für unnötige Farbnebelbildung. Also das heißt, für die, die das wirklich einfach mal testen wollen, die können das mit Wasser machen und sich so einfach mal rantesten und gucken, wie es funktionieren kann und wie es optimal aussehen sollte. Das ist eine gute Übung, um gerade auch für Anfänger oder Einsteiger, um dort ein Gefühl für den richtigen Punkt zu bekommen. Ich denke, ihr habt einen ersten Überblick zum Thema Druckeinstellung und Farbnebelreduzierung erhalten. Im nächsten Video, Teil 4, geht es um Airless-Düsen und die richtige Düsenauswahl. Solltet ihr Fragen haben, schreibt uns eine Mail oder ruft durch. Bis bald.